So, dann hallo Leute, jetzt mal zu einem kleinen Infovideo. Und zwar habt ihr sehr wahrscheinlich gesehen, dass ich auf meinem YouTube-Kanal hier so ein kleines Video gemacht habe. Weihnachtsgeschenk für euch, jetzt auch noch in der Infocard eingeblendet. Und zwar, dass darum geht, dass ich meinen Minecraft-Server am Dezember laufen lassen wollte, also vom 24. bis zum 26. Dies wird leider nicht passieren, weil der AMD-Prozessor irgendwie keine virtuelle Maschine mag. Und ja, wisst ihr, startet die Linux-virtuelle Maschine und dann blink, 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 blink und die ganze Zeit. Ja, passiert halt nichts. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hatte ich das auch mal mit Hyper-V, also Hyper-X oder wie die das nennen, von Windows ausprobiert. Habe ich aber wieder direkt deaktiviert wegen BHC, wisst vielleicht. Na, da wollte ich Linux installieren, hat es auch nur. Da kam so dieser Installer, dieses Hintergrundbild, aber mehr kam da nicht. Da dachte ich mir, also kaputt. Und deswegen habe ich, wie auch schon ich immer wollte, Deutsch auf jeden Fall, hier was bestellt. Das war jetzt das falsche Bild, aber haben wir eine 128 GB intern so SSD, eine ganz kleine SSD halt, und ein 400 Watt Be Quiet Netzteil, damit das Ding nicht in die Luft geht. Denn, meine Freunde, ich habe hier nämlich noch was am Rumstehen. So, warum habe ich überhaupt ein Headset auf? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall seht ihr hier. Da seht ihr es ein bisschen, ich denke schon, ihr seht, 20 GB DDR3 RAM, Intel Core 5 vierte Generation, also 4460, wer sich damit auskennt. Ja, und der hat ja auch eine Grafikeinheit und deswegen habe ich hier die passenden Anschlüsse, um halt noch ein Bild daraus zu kriegen. Und ja, dann halt noch ein Netzteil und eine SSD dazu und Gehäuse, was hier unter meinem Tisch steht, was ergibt das? Genau, ein toller Server. Mit 20 GB RAM und 4 CPU-Kernen, ist das nicht toll? Na, okay. Auf jeden Fall wird der dann den Minecraft-Server übernehmen und wie ihr im zweiten Bild schon gesehen habt, wurde das komischerweise schon heute versendet. Also, das ging verfickt schnell, ich weiß auch nicht warum, aber das heißt, bald ist es da und vielleicht passiert das Event noch, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht, ich melde mich dann, aber den PC werde ich dann aber nicht live einbauen, weil, keine Ahnung, ich glaube, ja, das wollte ich eigentlich heute machen, aber also schon mal, ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, ne? Dann haben wir nämlich einen Server-PC und logischerweise wird er dann auch durchlaufen und da wird dann der TeamSpeak-Server drauflaufen und der MMC-Games-Server, wie er es jetzt auch schon tut, auf den Laptop von meiner Schwester. Läuft verdammt gut, kann ich euch mal kurz zeigen. Der läuft toll. Hier zwei Muckebots und mein Ping ist auch toll. Also berechne, hier 3 MS, muss einfach sein, geht auch nur runter, ihr wisst. Die Musikbots natürlich auch, hier schön im Localhost am Laufen, ihr seht's. Ja, also läuft auf jeden Fall. Und man kann nicht mal meine IP-Adresse rausfinden. Entweder das oder das. Ja, oder so. Geht halt auch. Ja, MC Host, danke dafür, ne? Hashtag NoDDoS. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem kleinen Infovideo. Und ich hoffe, mein neuer Facecam-Rahmen gefällt euch. Ich habe das ja auch in der Livestream-Szene gemacht. Und wenn ich dann hier Plus mache, hat etwas gedauert, aber wird das größer. Ihr versteht, was ich meine. Okay, und ich hoffe, Leute, dass der MMC-Server dann auf den läuft mit Windows 7 und eine virtuelle Maschine mit Linux, ihr wisst. Ja, also ne, hoffentlich läuft das dann. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal kurz nochmal gesagt, ne, ihr wisst. Ja, und dann tschöne.